Harry Große sind Energiekoordinator des Landes. Heute wurde die Informationskampagne zur Energieautonomie vorgestellt. Welche Schritte möchten Sie damit setzen und erreichen? Ja, also das Ziel der Kampagne ist, zu Verhaltensänderungen zu motivieren und beizutragen. Und das möchten wir verschiedene Dinge tun, beispielsweise zeigen, dass viele Schritte heute schon möglich sind. Wir müssen gar nicht warten auf neue Technologien. Es ist sehr viel da, nicht? In allen Bereichen, im Wohnen, in der Mobilität gibt es ganz andere Möglichkeiten, in der Ernährung, in der Frage Umgang mit Gütern, im Freizeitverhalten. Und dass das alles möglich ist mit viel weniger Energie- und Ressourceneinsatz und das auch mit einem positiven auch Lebensgefühl und mit einer hohen Lebensqualität verbunden ist. Die Energiepolitik in Vorarlberg war immer schon ein wichtiges Thema und auch zum Teil Vorreiter. Welche positiven oder vorbildhaften Beispiele sehen Sie schon, die es gibt und wo glauben Sie, kann man und sollte man weiter ausbauen? Also die guten Beispiele, denke ich, sind sicher, vor allem jetzt auch im Bereich Wohnen, wo wir also mit im Gebäudestandard eigentlich sehr weit gekommen sind und ist sicher noch viel möglich, aber ich denke, das ist schon sehr gut. Gibt natürlich auch ja, im Bereich Erneuerbare, glaube ich, ist auch schon sehr viel geschehen, also hohe Solaranlagendichte und so weiter. Aber es gibt viele Bereiche, wo noch sehr, sehr viel zu tun ist. Also im Thema Mobilität beispielsweise, Änderung des Mobilitätsverhaltens. Also es sind ja 43% aller Wege mit dem Auto sind nicht länger als 5 Kilometer. Also da war es überhaupt kein Problem, umzusteigen aufs Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus. Oder auch im Bereich Umgang mit elektrischer Energie beispielsweise, im Freizeitverhalten. Also welche Strecken bewege ich mich, wo ich da hinfahre, will ich da unbedingt hin oder ist das wirklich mal Qualität verbunden, das Reiseverhalten. Also wir wissen, eine lange Flugreise beispielsweise, oder das ist so viel wie ein Jahr lang Autofahren. Also darüber nachzudenken, oder ist es wirklich wichtig, dass ich da hinfahre und wenn vielleicht, bleibe ich gleich länger dort nicht? Und fliege dafür seltener beispielsweise. Also da gibt es sehr, sehr viele Themenfelder, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht vermutet, dass sie von großer Relevanz sind. Oder? Teile der Bevölkerung folgen nun schon diesem Beispiel. Wie glauben Sie, kann man den anderen Teil der Bevölkerung, Unternehmen und Institutionen ansprechen und bewegen, um mitzumachen? Also ich bin überzeugt, dass das soziale Gefüge, dass alle Netzwerke ganz wichtig sind, oder? Also es ist für die Menschen ja wichtig, wie sie im Umfeld wahrgenommen werden. Es ist für jeden wichtig, was denken meine Freunde über mich und so weiter. Nicht? Und darum möchten wir auch ganz bewusst auf Netzwerke, Vereine und so weiter zugehen, dass es dort thematisiert wird. Nicht? Also man darf das nicht immer nur über Kilowattstunden thematisieren, sondern eigentlich über Lebensäußerungen. Und da muss man auch ganz neue Wege suchen.